Hallo, herzlich willkommen zurück zu Drinklink. Wir sind bei Difford's Guide, die Top 100 Cocktails aus dem Jahr 2023. Und wir sind angelangt bei der Nummer 60, der Sidecar. Der Sidecar von der Geschichte her, da geht eine ganze Menge drumrum. Aber David A. Amberry hat 1948 in seinem Buch Fine Art of Mixing Drinks kurz beschrieben, dass der Sidecar nach dem Beiwagen benannt worden ist, in dem ein Captain im Ersten Weltkrieg immer wieder an das kleine Bistro rangefahren worden ist von seinem Begebenen, um dann diesen Drink vor Ort zu genießen. Also in Paris entwickelt, Weltkrieg I, benannt nach dem Beiwagen, weil dieser Captain sich immer genau bis quasi fast an die Theke hat fahren lassen, er dann den Drink genossen hat und danach wieder zurückgefahren. Der Drink an sich, ein Klassiker, in verschiedenen Mixturen, in verschiedenen Richtungen. Ganz grob sagt man, der Drink stammt aus dem Jahr 1916. Erstmalig erwähnt worden ist er von Harry McElhone im 1922 ABC of Cocktails. Es ist zu der Zeit einer der bekanntesten Cocktails, die dann auch lange bis in die 30er, 40er Jahre immer noch da sind und auch in den Büchern dann 46, 48 eben David A. Amberry zum Beispiel das Ganze entsprechend genannt hat. Wir brauchen drei Zutaten dafür, und zwar die wie folgenden. Wir brauchen einen Cognac, wir brauchen einen Triple Sec und wir brauchen Zitronensaft. Und das ist es schon. Das Ganze wird geshakt. Das heißt, ich habe hier schon mal, weil der Drink wird ohne Eis serviert, ich habe hier schon mal mein Eis hingestellt, dann habe ich hier meinen Shaker mit Eis gefüllt. Da kommt jetzt der klassische Becher rein, wo ich gleich die Zutaten reinmixe. Meinen Jigger habe ich auch schon hier. Und dann würde ich sagen, machen wir den Drink einfach mal. Ne? Der Drink wird geshaked und nachher nicht doppelt abgeseit. Warum nicht doppelt abgeseit? Erkläre ich euch gleich. Wir brauchen in Reihenfolge einen halben Shot Zitronensaft. Halber Shot, 15 Milliliter. Wir brauchen einen Shot, sprich 3 Zl Triple Sec. Und anderthalb Shot, 4,5 Zl Cognac. Da er nur drei Zutaten hat und die Zutaten es auch alle in sich haben, verlangt der Drink Schmelzwasser. Und ja, Schmelzwasser hin oder her, wird ja regelmäßig auch in den Kommentaren unten geschrieben, ja, Schmelzwasser, zu viel rühren, zu lange shaken, brä, brä, brä. Schmelzwasser ist essentiell, weil es die Verdünnung in der Lösung bringt und damit letzten Endes den perfekten Geschmack. Das ist der Grund, warum ich den Drink hier jetzt gleich nicht doppelt abseihe, sondern nur einfach abseihe, weil ich bewusst die kleinen geshakten Eiskristalle im Drink haben möchte. Damit er sich nach und nach noch weiter verwässert, bedeutet auch, den Drink werde ich jetzt besonders hart shaken, richtig anstrengend und eventuell platzt gleich mein Kopf. Aber wir gucken einfach mal. Zutaten sind hier drin. Oh. So, richtig schön gefrostet. Eis aus dem Glas raus. Und auch hier ist er gefrostet, ne? Also der hat jetzt Schmelzwasser und hat Kälte. Abseisieb drauf, Finger drauf, umgreifen.
Und dann? Und da sind jetzt ganz feine kleine Eisstrukturen drauf. Und so langsam kommt auch der Schaum vom Shaken nach oben. Soweit sauber geshakt. Was soll ich euch jetzt sagen? Ist ziemlich einfach. Ein Klassiker, der geshakt wird. Der Sidecar. Und ihr hört, ich habe richtig kräftig geshakt. Sonst wäre ich jetzt nicht so außer Puste. Ihr seht jetzt auch, ich schalte nochmal kurz um. Weil ihr seht jetzt auch die ganzen feinen Eissplitterchen. Das ist das Klare, was jetzt hier oben neben dem, zwischen den Schaum schwebt. Also hier seht ihr einfach, der Drink ist halt wirklich maximal zerstäubt. Und ich musste nicht doppelt ab sein, weil die ganzen Kristallstrukturen ist natürlich da. So, und das ist er. Der ist Sidecar. Da kann ich jetzt noch ein Limettenrad rein tun oder dran tun. Muss nicht. Für einen Duft wäre es richtig toll, wenn man da vielleicht vorher noch so ein bisschen Limette unten runter. Nee, aber der Sidecar war ein schneller Drink für den Colonel, der an die Bar ins Bistro nach Paris gefahren worden ist. Wir probieren mal. Die Säure kommt relativ gut, also der ist leicht auf der sauren Seite. Dann kommt die Orange und dann die Komplexität des Cognacs. Leicht, trotzdem trocken. Nicht süß, eher zart, sauer, trocken. Und je nachdem, welchen Cognac ich reintue, habe ich da natürlich die Cognac-Noten drin. Lecker Drinkchen. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Euer Jörg.